Die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Wir haben schon wieder Wochenende. Und was macht das Wochenende erst richtig rund? Klar, Freitag sehen. Und damit willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern, bei Xtrain24, Ihre Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Schön, dass Sie wieder alle eingeschaltet haben. Das Hobby Modellbahn ist für uns, liebe Freunde, ein Virus, welches Gott sei Dank nicht heilbar ist. Wir alle lieben unsere Modellbahn und freuen uns immer vor allem Dingen am Anfang eines jeden Jahres, was die Modellbahnindustrie für uns parat hält. Ja, und hoffen insgeheim, ob mein Wunschmodell diesmal dabei ist. Von wie vielen Modellbahnern höre ich oft die Sätze: Eigentlich habe ich ja schon alles, aber ich kann einfach nicht widerstehen, wenn ich die Neuheiten sehe und schwupps, schon stehen wieder ein paar neue Modelle im Regal. Tja, so ist das. Das nennt man dann wohl den Modellbahnvirus. Und so habe ich mir gedacht, dass ich Ihnen am heutigen Freitalk mal den langen Weg von der Idee bis zum fertigen Modell vorstelle. Stichwort langer Weg. Ich habe das Studio in Berlin verlassen und bin nach Neu-Ulm gereist. Aha, werden jetzt einige sagen, Frank Butti ist bei ESO. Stimmt. Und mein Gesprächspartner heute ist Jochen Frickel, also der Mann, der uns Einblicke geben kann und gibt, wie entsteht eigentlich ein Modell und auch letztendlich dafür sorgt, dass der Modellbahnvirus in uns aufrecht zu erhalten. Hallo Frank, erstmal herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ich habe da so eine Idee. ESO hat ja eigentlich im vergangenen Herbst mit einer Neuheit für Aufsehen erregt. Es waren, glaube ich, sechs Modelle insgesamt. Die KG 230, das war die Überraschung des Jahres 2021. Ja, kannst du uns mal erklären, wie man so eine kleine, ja, sagen wir mal, nichtssagende Rangierlok zu so einem Bestseller macht? Ja, die Idee, wie kommt man auf die Idee, eine so kleine, unscheinbare Lokomotive wie die KG 230 zu produzieren? Ja. Die Idee hinter der Lokomotive war eigentlich, dass ich dachte, zu unseren Kesselwagen, BASF, BP und weiteren hätten wir gerne eine Lokomotive. Und zwar nach Möglichkeit eine Werkslokomotive. Auf der Suche danach habe ich dann Bücher gewälzt und Hefte gewälzt und die KG 230 ist sowas wie eine Großserienlokomotive mit etwas über 60 Exemplaren. Also machte ich mich daran an die Recherche. Das Problem dabei der Sache war, es gibt keine Zeichnungen davon. Eine Übersichtszeichnung bekam ich freundlicherweise von der HVLE gestellt. Ansonsten Internetbilder. Mit diesen Internetbildern, ich meine, damit kann man ja eigentlich gar keine Lok bauen. Nein, aber man weiß, wem die Lokomotive jetzt gehört. Und also fing ich an zu telefonieren, beispielsweise bei der Bayernhafen GmbH, und dort wurde ich fündig. Da habe ich einen Werkstattleiter kennengelernt, der gesagt hat, dass wir uns beeilen müssten, denn die Lokomotiven, die die Bayernhafen GmbH hatte, die sind bereits verkauft, Abholung der Loks in wenigen Tagen möglich. Also am 31.10.2018 gab es den Startschuss. Und flinke Füße. Und flinke Füße, bereits am 2.11. war ich mit meinem Sohn in Aschaffenburg und habe die Lokomotive vermessen, habe das Betriebsbuch abfotografiert und mein Sohn hat dann die Videokamera gehalten, während ich mit dem Zollstock der Lokomotive zu Leibe gerückt bin. Nun hat mir ja, liebe Zuschauer und liebe Freunde, der Jochen, ja, bevor wir hier angefangen haben zu drehen, sein Büro gezeigt. Und wir sind ja in deinem Büro. Und auch den Bücherschrank habe ich gesehen. Und da habe ich gesagt: Mensch, toll, viele Bücher hast du hier. Und er sagt dann: Naja, alle habe ich gelesen, alles, was hier steht, habe ich gelesen, aber mit einem bestimmten Buch habe ich angefangen. Ja, und das war das Buch über die V160-Familie. Denn die V160 bzw. die Baureihe 215 war die allererste ESU-Lokomotive, die wir mit unserer Technik ausgestattet und dann auch selbst vertrieben haben.
Nun war ja die KG 230, liebe Freunde, Sie erinnern sich selber, ganz bestimmt noch ganz genau dran, wie wir den Einführungsfilm gemacht haben im vergangenen Herbst mit Hagen von Ottloff. Lieber Hagen, viele Grüße von hier aus. Es war ja die Top-Überraschung eigentlich. Und du hast ja auch so eine kleine Affinität zur Industriebahn, hast du mir verraten. Das ist richtig. Ich bin in Darmstadt aufgewachsen und in Darmstadt hat es ein relativ großes Industriegebiet, bei dem beispielsweise die Firma Röhm, auch eine Chemiefirma, mit der Bahn tatsächlich noch Ware hielt bzw. Fertigprodukte dann mit der Bahn zum Darmstädter Hauptbahnhof, in den Rangierbahnhof gefahren wurden. Und das fand ich immer total spannend. Aber lass uns noch mal zurückkehren zu den Anfängen, wie das anfing mit der KG 230. Es ist ja ein äußerst ungewöhnliches Modell. Nein, sie fährt ja auch eher im Verborgenen. Und die BASF lässt ja beispielsweise auch keine Fotografen aufs ihr Gelände. Und so ist es so, dass die Lokomotive tatsächlich quasi fast geheimnisumwittert ist. Lass uns mal darüber reden. Du hast also gesagt, du hast die Lok vermessen. Dann hast du eine Idee, beziehungsweise andersrum muss ich eigentlich sagen, vor dem Vermessen bist du ja mit der Idee schwanger gegangen. Wo bist du denn mit deiner schwangeren Idee hingegangen? Also als erstes bin ich natürlich mit der schwangeren Idee zu meinem Chef gegangen. Und eine der ersten Sätze, die er gesagt hat, war: Kauft die Kleine denn einer? Und ich muss scheinbar relativ überzeugend gewirkt haben mit meinem Ja. Und wir haben beispielsweise bei den Modellbahnern bei uns im Betrieb auch noch rumgefragt und die haben auch gesagt, die ist knuffig, die müsste eigentlich gehen. Und Post, ging's los. Industriegebiete, Industriebetriebe. Passt auf jede Anlage. So fängt es an, liebe Freunde. Und nur so ist die Geburtsstunde einer Lok. Das kann man ja auch global bei ESO sehen, nicht nur bei der KG 230. Am Anfang steht die Idee. So, dann hast du die Idee geboren und dann geht es weiter. Gibt es Vorgaben von seitens der Geschäftsleitung? Du musst bestimmte Parameter einhalten, du musst ein bestimmtes Budget achten. Was darf alles in die Lok rein? Wird was weggestrichen? Erzähl mal, wie geht das so? Also, wir wünschen uns, dass all die Features, die wir in unseren großen Lokomotiven drin haben, natürlich auch in die kleinen reinkommen. Insofern ist klar, dass also weitgehende Metallbauweise, Antrieb auf alle Achsen nach Möglichkeit, eine angemessene Zugkraft, bei so einer kleineren Lokomotive dann halt ein Glockenankermotor, aber mit Schwungmasse, ein Raucherzeuger, der war absolute Pflicht. Ein Lok-Sound-Decoder, das ist klar. Aber bei einer zweiachsigen Lokomotive muss man auch auf die Stromabnahme achten. Also müssen auch die Powerpacks, genannten Speicherkondensatoren, mit rein. Eine Rangierlokomotive sollte Digitalkupplungen haben, eine vorbildgerechte Beleuchtung und natürlich auch in Anführungszeichen mehr systemfähig sein. Das heißt, Steckschleifer und Schiebeschalter. So, jetzt bin ich mal Jürgen Lindner und dann würde ich sagen, bist du des Wahnsinns. Was soll die Lok kosten? Nein. Er sagt, das muss rein. Ach so, das muss rein. Ja, okay, ja. Gut. Ja, die Lok ist ja wirklich wunderbar ausgestattet. Du hast ja schon alle Features im Grunde genommen gesagt, was so in dieser Lok drin ist. Die Kunden, die Lok gekauft haben, haben das ja auch alle bestätigt, sagen, es ist ein wunderbares Modell. So, jetzt hast du das konstruiert. Ja. Ich habe das nicht konstruiert. Dafür haben wir einen Konstrukteur. Weil ich kann zwar unter die Lok kriechen und Fotos machen und Vermessungen durchführen und Bilder heranholen, aber ich kann nicht konstruieren. Gut, dann tut der Kollege bei euch hier, bei ESO oder wo auch immer ist, die Lok konstruieren. Ja. Wird das fertig gemacht, maßstablich gereicht. Wie geht es dann weiter? Dann schlägt die große Stunde unseres Elektronikentwicklers. Denn damit die Lokomotive auch die ganzen Features verarbeiten kann, braucht es natürlich auch Elektronikplatinen. Und die sind, wie du dir sicher vorstellen kannst, in der KG 230 relativ klein. Und folglich muss er dann erstmal sagen, wo er die Bauteile überhaupt platzieren kann.
Und dann verheiratet unser Konstrukteur seine Rohkonstruktion mit den Parametern und den Bauteilen, den Elektronikbauteilen, die da ja noch rein müssen. So, dann wird meistens noch mal was geändert, weil die Teile vielleicht doch zu groß oder das Gehäuse zu klein. Da muss ja dann sicherlich noch ein bisschen rumgefriemelt werden, ja, oder? Ja. So, dann ist das fertig. Jetzt reden wir von einem Zeitraum von wie viel waren? Jahre, Tage? Das hat dann schon 6-7 Monate gedauert. Ja, das ist also fast ein Jahr, kann man davon ausgehen. Ja, natürlich. Ja, ja. Die Entwicklungsphase, ja. Ja, dann ist der Lok aber noch lange nicht fertig. Nein, und zwar ist es so, dass wir ja auch unterschiedliche Versionen haben. Und je länger man sich mit einem Projekt beschäftigt, umso umfangreicher werden die Bauartunterschiede. So haben wir bei der KG230 drei unterschiedliche Kühlermasken. Wir haben 5 Stirnlampen bei luftgekühlten Loks und 3 Stirnlampen bei in explosionsgeschützten Geländen einzusetzenden KG230. Mhm. Wir haben Versionen mit Doppellocksteuerung und ohne. Wir haben stirnseitiges Geländer bzw. Einzelstäbe, unterschiedliche Motoren und dann sollte ja auch noch die Beleuchtung der Lokomotive rein, ein Lokführer und irgendwelche kleinen Details, wie beispielsweise die Hemmschuhe auf unseren Trittstufen. Ich bin beeindruckt. Du siehst mich gerade sprachlos. Liebe Freunde, das passiert selten, aber du sprachst jetzt von den unterschiedlichen Modellen, stimmt. Die Kühlergrille und teilweise sind die auch von den Firmen mal ein bisschen umgebaut worden und was weiß ich. Ja. Das heißt also, ich meine, es waren wie viel? Ich glaube, 6 oder 7 Varianten. Ne? Oder wie viel waren das? Im Moment haben wir 6 Varianten. 6 Varianten waren es. Genau. Aber das ist nicht das letzte Wort. Kann ich schon versprechen. Wir haben es gehört. Also, bei den unterschiedlichen Varianten. Das heißt also auch, ihr habt zu den einzelnen Varianten auch unterschiedliche, Gehäuse gehabt. Ja, und da war dann zu entscheiden, was war ursprünglich da und was war ursprünglich nicht da. Das war bei jeder Lokomotive. Jeder Eigentümer hat an dieser Lokomotive herumgefrickelt, um mal ein Wortspiel zu gebrauchen. Das hat aber nichts mit dem Frickeln zu tun, was du machst. Nein, natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Ja. Also beispielsweise, und da wären wir beim nächsten Thema, wir haben da auch 2 unterschiedliche Motoren-Sounds aufgenommen. Mhm. Und zwar bei der Karl Richtberg KG haben wir den wassergekühlten Motor aufgenommen. Und die haben beispielsweise quasi ein Geweih mit Lampen auf die Lokomotive gebaut, weil sie Holzstämme verladen in Neuenburg. Mhm. Und das Geweih von Lampen wollt ihr denn nicht draufbauen? Nein, das Geweih von Lampen, das wäre so filigran gewesen, das hätten wir maßstäblich nicht hingekriegt. Okay. Ja. Zumal diese Lokomotive eigentlich nur 3 Lampen gehabt hat, aber vom Neueigentümer mit separaten roten Lampen noch ausgerüstet wurde. Mhm. Insofern hätten wir das auch kompromissbehaftet nur hingekriegt. Mhm. Deswegen haben wir diese Lokomotive als ursprüngliche BP-Lokomotive. Dann später mal vorgesehen. Okay. Ja. Also, ja, wie lange, ich meine, es hört sich ja alles recht spannend an. Alleine schon, wenn du losrennst mit Zollstock, Fotoapparat, Videokamera und Sohnemann. Wir haben gehört, das dauert ja ziemlich lange. Ich kann mir aber vorstellen, dass Jürgen Lindner sagt, also Freunde, ja, passt mal ein bisschen auf die Kosten auf in der Entwicklung. Das natürlich. Also die Kosten müssen wir immer im Blick haben. Hm. Also ich kann nicht aus reinem Spaß dann da x Varianten ausknobeln und das dauert dann Ewigkeiten. Hm. Also die KG230 war sogar, sag ich mal, mit knapp über 3 Jahren unser bisher schnellstes Projekt. So schnell war man noch nie von der Idee bis zum fertigen Modell. Und das liegt nicht an der geringen Größe der Lokomotive. Das haben wir ja zum Beispiel auch gesehen bei einer etwas größeren Lokomotive, einem wunderschönen Modell, was wir erst kürzlich vorgestellt haben, die Baureihe 78, oder hat es ja sogar 4 Jahre gedauert.
Da schweigt der Sänger Höflichkeit. Also wir haben schon viel früher mit dem Projekt angefangen. Das ist richtig. Weil manchmal dauert es auch von der ersten Idee, von den ersten Variantentabellen, bis wir sagen, okay, das passt zu uns. Und vor allen Dingen, wir kriegen die Technik auch unter. Mhm. Weil was nützt uns das, wenn wir an den Lokomotiven jahrelang rumexperimentieren, mhm, und dann ist klar, es scheitert daran, dass wir schlichtweg für unsere Technik nicht genug, mhm, Platz haben. Mhm. Apropos Technik, das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich höre immer wieder in Kundengesprächen, dass die ESO-Modelle bevorzugen, weil die technisch so ausgereift sind und auch so wunderbar funktionieren. Weil wir müssen ja gucken, von der ersten Idee, was lässt sich sinnvoll unterbringen, mhm, was mögen die was mögen unsere, mhm, Kunden. Mhm. Ja, weil es gibt so das eine oder andere Feature, das wollen unsere Kunden nicht missen, obwohl es bei einer Lokomotive vielleicht nicht so auftritt oder überhaupt nicht auftritt. Mhm. Also Bremsen flackern bei einer KG 230, die nur maximal 36 km/h fährt, ist dann doch ein wenig weniger glaubwürdig. Mhm. Aber man kann es ja ausschalten. Man kann es ausschalten. Das ist richtig. Ja. Was noch dazu kommt, ist, wir brauchen natürlich auch eine Lackierung da drauf. Mhm. Und das ist bei der KG 230 auch wieder recht schwierig gewesen. Denn wenn man bei den ehemaligen Eigentümern angerufen hat, dann hieß es, ja, die war rot. Ja, aber welches Rot? Oh, das war zum Schluss, war die ziemlich blass. Mhm. Ja. Hast du ein bisschen am Lack gekratzt und mal geguckt, was drunter war? Nein, weil die Lokomotive ist mittlerweile verkauft gewesen und für einen anderen Eigentümer im Einsatz oder war gar verschrottet. Mhm. Also ist das nicht wie bei Staatsbahnlokomotiven, wo man sagen kann, ja, die war purpurrot, mhm, oder die war stahlblau, mhm, sondern da hieß es, die war rot. Und dann muss man sich anhand der Fotos rantasten, welche Farbe könnte die denn gehabt haben? Mhm. Welche Farbe könnte der Kontraststreifen gehabt haben? Mhm. Und das ist auch eine total spannende Geschichte. Also ich merke für mich, weil die Dekorationsvorgaben, mhm, muss natürlich der erstellen, der auch die Lokomotiven dann, mhm, gefilmt, fotografiert, ja, umsetzen muss. Und wo dann eure Arbeit fertig war, fing dann unsere an. Wir sind dann nach Oebisfelde gefahren und haben dann dort mal an der Lok ein bisschen gefilmt. Ja. Ja, lieber Jochen, das ist eigentlich ein ziemlich langer, strammer Weg, den du hier erzählt hast. Mhm. Klingt nach furchtbar viel Arbeit. Ja, es ist auch viel Arbeit. Aber sie macht totalen Spaß. Ich denke, man muss, ich sag mal, das trifft für dich, wie wahrscheinlich für die Kollegen, die ja mit dran beteiligt waren an der Entwicklung der Lok, sicherlich so ein bisschen Eisenbahnverrückt müssen wir alle sein. So würde das nicht funktionieren, oder? Ja, das stimmt. Also wir haben bei uns in der Firma einige Modellbahner, mhm, und die nehmen zum Beispiel das berühmte, wir nennen es T1-Fahrmuster, ja, auch unter die Lupe und sagen dann noch beispielsweise, da müssen wir noch was tun. Oder die Lokomotive, die fällt ins Herzstück rein, kann man eventuell an der Verschränkung der Achsen noch irgendwas, mhm, machen. Und das wird dann mit dem Konstrukteur besprochen. Okay, und dann fließt das wieder ein und dann wird das noch ein bisschen, ja, gemacht. Wie ist denn das, wenn ihr die Loks fertig gemacht habt? Ich weiß, es ist verdammt viel Zeit auf der einen Seite, aber auch wenig Zeit in der Entwicklung. Werden die auch mal Probe gefahren? Werden die aufs Gleis gesetzt, wenn ihr die ein sogenanntes Handmuster habt? Natürlich. Guckt ihr dann nach Schwachstellen, ja, und so weiter? Wird das genauso getan? Das wird genauso gemacht. Und, mhm, im Idealfall sind keine Formänderungen an den eigentlichen Stahlformen zu machen. Mhm. Aber bei mehreren Projekten war es so, dass massive Änderungen vorgenommen werden mussten, mhm, weil die Lokomotive beispielsweise nicht zu fertigen war. Mhm. Aber daran, dass unsere KG 230 so elegant in relativ kurzer Zeit durchgelaufen ist, kannst du ermessen, dass das bei dem Projekt jetzt nicht der Fall war. Also ich muss immer wieder sagen, das ist schon eine tolle Lok. Ja.
Und jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige. Ja, ich wollte noch sagen, dass wir natürlich auch ein Handbuch machen müssen. Mhm. Auch das Handbuch entsteht bei uns im Hause. Mhm. Und auch eine Ersatzteilliste, bei der unsere Kunden uns gelegentlich mal ermahnen, es wäre doch jetzt mal Zeit für die ausgelieferte Lokomotive mhm. auch eine Ersatzteilliste zu machen. Aber für die KG 230 ist das erledigt? Für die KG 230 ist das erledigt, ja. Sehen Sie, liebe Freunde. Bei der KG 230 war noch ein weiterer anderer Ablauf als bei vorigen Projekten. Und zwar fiel die Auslieferung in die Corona-Zeit. Das heißt, normalerweise ist einer unserer Mitarbeiter nach China ins Werk geflogen und hat dort die Endkontrolle vorgenommen vor der Verpackung. Das war in diesem Fall nicht möglich. Also sind die Lokomotiven aufgebügelt, in Kartons bei uns angeliefert worden und wir haben jede einzelne geprüft und dann hier verpackt, inklusive der Teile, die beiliegen, beispielsweise mit Pipette, mit Schleiferabziehwerkzeug, mit, was hatten wir noch dabei? Wir hatten noch Nachbildung der Rangierkupplungen dabei. Das wurde alles hier geleistet. Das wurde dann hier komplettiert und fertig gemacht sozusagen. Genau, und dann an die Händler verschickt. Dann an die verschickt. Und zwar zum selben Zeitpunkt, als die Vorstellung auf der Messe war und zum Zeitpunkt, als ihr das Video veröffentlicht habt. Welcher Zufall? Nein. Absicht. Kein Zufall. Nein, wir haben das gerne gemacht, weil wir sind ja im Grunde genommen bei X-Train alle genauso verrückt nach Eisenbahn. Sonst würde das, glaube ich, nicht ganz funktionieren. Das sage ich immer wieder. Ja, das war also mal so ein kleiner Einblick. Es war eine Menge Holz, muss ich sagen, was da in der Zwischenzeit so alles abläuft. Wir haben eigentlich schon ein bisschen was gelernt. Das würde mich freuen. Ja, das war's für heute, liebe Freunde, mit meinem Freitalk. Wir waren zu Gast bei ESU. Mein Gesprächspartner heute war Jochen Frickel, von dem wir sehr interessante Einblicke im Modellbau erfahren haben. Tja, und dann bleibt eigentlich nur noch mein üblicher Satz zum Schluss. Der heißt, hoch die Hände Wochenende, ran an die Modellbahn. Und in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Jochen Frickel und Frank Buttig. Machen Sie es gut. Jetzt habe ich gerade eine ganz blöde Idee gekriegt. Ja. Ich weiß nicht, ob die Idee blöd ist, aber ich mache es einfach. Wenn ich schon mal hier bin, gehe ich beim Boss gucken, was der jetzt gerade so treibt. Was hältst du von der Idee? Das ist eine super Idee. Auf geht's, machen wir, liebe Freunde. Tschüss. Und tschüss. Ja, hallo Frank, schön, dass du vorbeisiehst. Grüß dich, lieber Jürgen. Na, ich wollte wenigstens guten Tag und auf Wiedersehen sagen, bevor ich nach Berlin zurückfahre. Das ist aber nett. Ich hoffe, das hat alles geklappt mit deiner Aufnahme mit dem Jochen Frickel. Das war wunderbar, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, dass man einfach mal den Kunden und auch den Modellbahnern mal so einen kleinen, einen klitzekleinen Einblick gibt, wie so eine Modelllok eigentlich entsteht. Und ja, war schon interessant, war toll. Doch. Da kann man doch mal sehen, wie viel Arbeit da drin steckt von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Ne? Ich habe es fast geahnt, aber dass es solche Ausmaße hat, teilweise nicht. Tja, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Ne? Das denke ich auch, ja. Ja, wegen was ich eigentlich gekommen bin, hatte ich mir gedacht, dich mal so zu fragen, was denn eigentlich Neues gibt. Tja, lieber Frank, mit der Frage habe ich gerechnet. Ich ahne schon. Die kommt ja bei dir immer, aber ich musste dir leider einen Korb geben. Ich kriege eine Enttäuschung. Also wir haben natürlich noch einige Sachen für den Herbst geplant, aber die kann ich heute noch nicht verraten. Aber ein guter Tipp von mir, wenn du dich am 30.09. nach Leipzig begibst, da ist ja die Modellbahnausstellung, die dann um 10 Uhr starten wird, da kann ich dir genaueres über unsere Herbstneuheiten verraten. Also muss ich bis zum Modell, Hobby und Spiel warten? Ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Das sind immer so die gleichen Antworten, die die Chefs, die Hersteller so den armen Journalisten immer geben. Du musst es positiv sehen. Die Messe ist sicherlich sehr interessant dieses Jahr. Ja. Und es haben sich alle namhaften Hersteller angekündigt. Und insofern glaube ich nicht, dass es sich nicht lohnen würde, dahin zu gehen. Okay.
überredet. Ich komme am 30.09. und werde mich überraschen lassen, was du der Modellbahnwelt dann präsentieren wirst. Ich freue mich schon drauf. Ich auch. Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Gerne. Tschüss.